Wir befinden uns in Indien. In Bankura haben sich vor kurzem schaurige Szenen abgespielt. Ein Elefant und ihr kleines Kalb rennen um ihr Leben. Flammen brennen sich ihren Weg an den Hinterbeinen des kleinen Elefantenbabys hoch, das Maul vor Schmerz weit aufgerissen. Die Mutter rennt mit nach vorn gelegten Ohren und geducktem Kopf vor ihrem Jungtier her. Um die armen Tiere überhaupt erst in Brand setzen zu können, verwendeten die Leute brennende Teerklumpen und verschiedene Böller. In dieser Region gibt es immer wieder Überfälle von Menschen auf die riesigen Säugetiere. Und das, obwohl die Dickhäuter bei Hindus eigentlich als heilig gelten. Die Tiere werden vom Menschen aus ihrem natürlichen Lebensraum gedrängt. Denn da die Siedlungen dem natürlichen Lebensraum der Elefanten immer näher kommen, verwüsten die Elefanten notgedrungen häufig Felder und Behausungen von Dorfbewohnern. Mit solchen Aktionen wolle man die eigentlich friedlichen Dickhäuter vertreiben. Dass die Tiere vom Aussterben bedroht sind, scheint hier niemanden zu interessieren.